scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Erleben. Und so zufällig ist auch eine Überzeugungstäterin zu uns gekommen. Sie ist ein Herzensmensch, Führungskräftecoach und Trainerin. Katja begleitet Menschen, Behörden und Firmen in Veränderungsprozessen, so dass die Vision klar und realisierbar wird. Step by step unterstützt sie ihren Kunden, die für sie Partner, Partnerin sind, mit viel Kreativität und Leichtigkeit für den ganz persönlichen wie beruflichen Change. Nun, das macht sie nicht zufällig. Sie ist Kunsttherapeutin und nutzt dafür gerne Methoden, die sie in dem Konzept Kunst nutzen zusammengefasst hat. Und da bin ich ja ganz gespannt, was sie uns zu sagen hat zu dem Thema. Oh, ich habe hier ein falsches Thema aufgeschrieben. Dann bitte ich dich, dein Thema reinzuschreiben, weil wie ich sehe in meinem Skript, habe ich ja noch das Thema vom letzten Mal. Die Bühne ist deine. Danke dir. Mein Thema ist Zufall aus nichts das Beste machen. Ja. Und dann ist halt die Frage, was ist eigentlich Zufall? Und manche glauben an ihn und manche eben auch nicht. Aber was passiert denn, wenn er auf einmal da ist? Gefühlt aus deiner Sicht. Es gibt die miesen und die guten, oder? Es gibt ja nicht nur gute Zufälle, es gibt auch die ganz gemeinen. Was passiert aber, wenn ich in dem Moment merke, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann? Dann kann ich entweder durchdrehen oder ich kann mich nach oben beamen und draufschauen auf diese komische Zufallslandkarte. Wenn wir in unserer Geschichte zurückgehen, da gibt es ein paar Zufälle. Die Landkarte hat eben ältere und neuere Länder und Städte. Und manche sind vielleicht sogar schon in Vergessenheit geraten und manche sind brandaktuell. Ist es jetzt Zufall, einen besonderen Menschen zum Beispiel zu treffen? Oder ist es Zufall, dass genau dieser Mensch uns verlässt oder sogar stirbt? Ist es Zufall, dass Menschen bei uns bleiben als Freunde, Partner oder Partnerinnen? Und ist es Zufall, wie wir darauf reagieren? Mit Wut, Hass, Verzweiflung, Leidenschaft oder auch Liebe? Weil wenn etwas aus Zufall passiert, lassen wir dem Zufall dann auch die Entscheidung, was wir damit tun? Oder haben wir auch andere Möglichkeiten? 2019, Juni. Da habe ich mein Unternehmen gegründet. Coaching und Training für neue Führungskräfte. Burnout-Prävention und ganz viele kreative Tools. So habe ich mir das gedacht. Wie der Zufall so wollte, war März 2020 das Ganze dann erstmal vorbei. Und den Zufall, den habe ich mir ganz besonders angeschaut. Es gab, nachdem ich mich nach oben gebeamt und die ganze Landkarte angeschaut hatte, nämlich ein paar ordentliche Baustellen. So halbfertig. Noch nicht mal. Und die paar Baustellen, die da herumlagen, die habe ich dann für mich zusammengebaut. Zu einem Konstrukt, was, wenn man so will, eben dem Zufall entsprungen ist. Ich habe aus nichts das Beste gemacht. Und der Output aus diesem Nix war ein Buch, eine Online-Akademie, ein Mentoring-Programm für mich, um mich nicht nur beruflich, sondern auch privat wieder auf die Füße zu stellen und im Prinzip das Business, was ich jetzt gerade mit voller Leidenschaft umsetze. Wir können also den Zufall durchaus beeinflussen, so denke ich. Aber was wir dazu brauchen, ist eben dieser Blick auf die ganze Landkarte. Und was wir auch brauchen, ist, dass wir da nicht hetzen, sondern fliegen. Kein Sturzflug, sondern Überblick. Wie schweben und atmen und dann entscheiden. Und was mache ich jetzt mit den miesen Zufällen? Genau dasselbe. Ich darf trotz aller Zufälle mich bewusst entscheiden, in aller Ruhe, was ich damit machen möchte. Erstmal atmen, ein und aus und dann agieren.
Ich sage dazu auch ganz gerne, raus aus dem Panikmodus. Und mit den guten Zufällen? Da muss ich gestehen, bin ich nicht so ganz pragmatisch. Die genieße ich nämlich einfach mal in vollen Zügen. Was brauche ich dafür, um sowohl die guten als auch die sich erstmal zunächst als mies darstellen, für mich lebenswert zu machen? Ich glaube, dass wir dafür eine Vision brauchen, einen Fixstern, an dem wir uns ausrichten können. Und je nachdem, was das Herz uns sagt, folgt der Verstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.